Attention. Top. Voilà. Unten in der Grotte von Clamouse erlebte Michel Siffre gewissermaßen als letzter Mensch das neue Millennium. Während die Welt am 1. Januar 2000 das Ereignis feierte, wähnte er sich noch am 26. Dezember. Die biologische Uhr des 60-Jährigen schlägt immer noch im Rhythmus von 24,5 Stunden. Aber seine Schlafphasen sind nun fragmentiert. Er schläft nachts kürzer und hält viel länger Mittagsschlaf. Im Alter gerät unsere innere Uhr aus dem Gleichgewicht, was unseren ganzen Organismus beeinflusst. Unvermeidlich stellt sich die Frage, ob man, gesetzt den Fall, man lüftet das Geheimnis dieser Uhr, ihren unausweichlichen Verfall verlangsamen könnte. Die biologische Uhr scheint tatsächlich Einfluss auf unsere Lebensdauer zu haben. Offenbar ist sie auf eine exakte Anzahl von Zyklen programmiert und läutet wie in einem Countdown unser unausweichliches Ende ein. Experimente mit madagassischen Lemuren zeigten erstaunliche Resultate. Normalerweise leben diese kleinen Affen 8 Jahre lang, also 16 tropische Jahreszeiten. Ein halbes Jahr langer und ein halbes Jahr kurzer Tage. Im Labor wurde die Dauer dieser Jahreszeiten mit durch künstliches Licht simulierten kürzeren Tagen auf die Hälfte reduziert. Die innere Uhr der Lemuren lief nach 16 dieser kürzeren Jahreszeiten ab und die Tiere alterten und starben doppelt so schnell. Es ist, als ob ein mit 4 Jahren noch relativ junges Tier den Eindruck hätte, doppelt so lange gelebt zu haben, also 8 Jahre alt sei. Beim umgekehrten Versuch stellte sich natürlich die hoffnungsvolle Frage, ob es so möglich sei, die Lebensdauer zu verlängern. Doch dieses Experiment scheiterte. Als man die Jahreszeiten der Lemuren verlängerte, hakte die innere Uhr irgendwann aus und schien dem künstlichen Licht nicht mehr zu trauen. Sie lief nun so, als sei sie in völligem Dunkeln. Unsere biologische Uhr gibt ihre Geheimnisse noch lange nicht preis und lässt sich nicht so einfach manipulieren. Die extreme Komplexität dieser Uhr aus Fleisch und Blut wird diejenigen, die sie kontrollieren möchten, wohl noch lange Zeit beschäftigen. Der Mensch versteht die Zeit nicht. Die größten Philosophen und die größten Mathematiker fanden trotz aller Anstrengungen keine Antwort auf die Frage, was die Zeit eigentlich ist. Ich weiß auch keine. Ich habe fast ein Jahr lang außerhalb der Zeit gelebt, außerhalb der physischen Zeit, in einer dunklen Blase, in der Zeit nicht existierte. In 3 Selbstversuchen habe ich versucht herauszufinden, was Zeit ist, und stehe immer noch bei Null. Auch heute weiß ich nichts über das, was man als Zeit bezeichnet. Ich habe darüber mit vielen guten Wissenschaftlern und Raumfahrern gesprochen und bin mir heute absolut sicher, dass die Ergebnisse unserer Experimente außerhalb der Zeit zur Vorbereitung der in naher Zukunft geplanten Raumflüge zum Mars dienen können.